Erstmal herzlichen Dank für die Einführung. Ich habe es gerade eben gesagt, wenn man so da sitzt und zuhört, wenn jemand über einen redet, das ist manchmal ganz kurios, was dabei herauskommt. Aber das, was wir eben alles gehört haben, das ist das, was mich tatsächlich antreibt, zu überlegen, wie kann man gerade das, was uns heute alle betrifft, wie kann man das Entstehen von chronischen Erkrankungen besser verstehen? Wie kann man dieses Wissen nutzen, um etwas dagegen zu unternehmen? Ja? Das heißt in meinen Augen nicht, wie kann man das nutzen, um dann Pillen zu schlucken, um irgendeine Erkrankung zu behandeln, sondern was kann man machen, 10 Jahre oder 5 Jahre oder 20 Jahre, bevor man eine Erkrankung bekommt, dass man sie am Ende nicht bekommt. Aber sie erwartet heute ein ganz langweiliger Abend, weil vorhin hatte ich kurz was gesagt, und dann hieß, ah ja, sehe schon, sagte Frau Kramp, Sie sind auch so eine Spaßbremse. Also Sie wissen jetzt genau, was Sie erwartet. Ich will versuchen, Sie zu faszinieren. Und zu faszinieren, dass Medizin viel mehr ist, als zu einem Arzt zu gehen und eine Pille zu kriegen für irgendwas und dann vielleicht noch eine zweite und noch eine vierte und noch eine sechste und noch eine zehnte Pille. Wo wir häufig dran glauben, dass das gut ist und dass das auch alles hilft, sondern dass es ein viel, viel mehr gibt, wenn man versteht, wie unser Kopf, unser Geist, unser Körper, unsere Organe, unser Darm funktionieren und welche Auswirkungen das für ganz viele Erkrankungen hat, welche Auswirkungen das aber haben kann für auch ganz viele gesunde Aspekte in unserem Leben. Und wenn Sie dieses Bild anschauen, das sind 540 Menschen aus Dresden auf Facebook. Also das, wo viele von uns aktiv sind oder auch manchmal immer noch reingucken oder sagen, es sind eigentlich nur die Enkel, die dort aktiv sind, was heutzutage schon gar nicht mehr bestimmt. Das Interessante an dem Bild ist, alle die Roten auf dem Bild entwickeln im Laufe ihres Lebens einen Diabetes mellitus. Das ist hochgerechnet für Deutschland. Da sind viele Rote drauf. Wenn ich dieses, wurde eben gesagt, ich war im Iran, ich bin nächste Woche auch in Saudi-Arabien, ich bin häufiger dort, weil Saudi-Arabien ist aus medizinischer Sicht ein Land, was viel, viel schlimmer dran ist als wir. In Saudi-Arabien, wir haben in Deutschland etwa eine Prävalenz von 10% Menschen mit Diabetes. Das heißt, jeder Zehnte hat die Chance, mit Diabetes zu bekommen. In Saudi-Arabien ist es 37%. Und man geht davon aus, dass es in 15 Jahren 56% Prävalenz Diabetes ist. Das heißt, jeder Zweite oder mehr als jeder Zweite, den Sie auf der Straße begegnen, ist zuckerkrank. Wenn wir dann wissen, dass dass zwei Drittel der Bevölkerung in Saudi-Arabien jünger als 25 Jahre sind, ja, in Deutschland ist es genau das Gegenteil. Ja, dort sind zwei Drittel jünger als 25, trotzdem ist jeder Zweite zuckerkrank. Das ist für das Land eine Katastrophe, die viel, viel schlimmer ist als alles, was wir jetzt militärisch oder sowas von Saudi-Arabien. Und es gibt dort kaum Ärzte, die das behandeln können, es gibt keine Konzepte, wie man das machen kann. Das ist ein Drama dort, weil die Menschen natürlich dann 15, 20 Jahre eher sterben, als sie das würden, wenn sie in Deutschland leben. Aber in dem Bild ist auch ganz viel Hoffnung drin, und das sind die Grünen, die Sie dort sehen. Die Grünen haben genau die gleichen Risikofaktoren, den Diabetes zu bekommen. Die sind meinetwegen auch übergewichtig, die sind vielleicht eine junge Frau, nehmen die Pille, essen ein Tiramisu und trinken dazu ein Glas Weißwein. Das ist so die Einbahnstraße für eine Frau in Richtung Leberfett, das zu akkumulieren. Warum das wichtig ist, erzähle ich Ihnen gleich. Oder Sie sind meinetwegen Mann und sind ein bisschen älter, trinken gerne auch mal ein Glas Weißwein und nehmen irgendwie 7 Medikamente. Das ist auch für den Mann die Einbahnstraße in Richtung Leberfett. Aber die Grünen, bei denen ist das alles. Die sind übergewichtig, die machen alles falsch, was man jetzt von der Ernährung sagt. Die werden nie zuckerkrank. Die kriegen auch keine anderen chronischen Erkrankungen. Das heißt, für mich als Arzt, die kommt durch die Tür und ich sage, der muss das und das und das und das haben. Einfach so, wenn ich ihn anschaue, die kann es nicht, die sind kerngesund. Und das ist faszinierend, das sind etwa 7% der Übergewichtigen. Manchmal sagen wir auch so lapidar, das sind die gesunden Dicken. Und wir können nicht unterscheiden, warum der eine die Erkrankung kriegt und der andere nicht. Erst wenn es soweit ist, können wir sagen, ja, der hat es gekriegt und der nicht. Aber im Vorfeld wissen wir das nicht. Wenn wir das verstehen würden, dann ist das die geheime Antwort auf die Prävention von praktisch allen chronischen Erkrankungen. Das ist total faszinierend. Weil bei dem muss etwas ablaufen. Das kann Genetik sein oder Epigenetik sein oder irgendwas anderes.
Der Lebensstil ist es auf alle Fälle nicht. Aber irgendwas ist bei denen anders, dass sie diese Erkrankung nicht bekommen. Und das ist sexy. Das ist es, das, was die Wissenschaftler herausfinden wollen. Leider haben wir das heute noch nicht. Aber die zwei Zahlen, die Sie dort sehen, sind in meinen Augen die heute präsente Antwort auf praktisch alle chronischen Erkrankungen. Hat jemand eine Idee, was das bedeuten könnte? Oh, das stand in der Zeitung, das stand in dem Artikel drin. 10.000 Schritte. Das ist wirklich faszinierend, wenn wir von unserem 25. Lebensjahr jeden Tag 10.000 Schritte laufen würden. Und zwar Schritte laufen so, wie ich jetzt im Moment hier gerade laufe. Wir würden keine chronische Erkrankung bekommen. Kein Diabetes, keine Adipositas, kein Bluthochdruck oder metabolisches Syndrom, wie wir das bezeichnen. Keine Depression, aber auch keine Demenz. Das ist faszinierend. Ja? Körperliche Aktivität ist eigentlich die Polypill des 21. Jahrhunderts. Weil, wenn wir unsere Muskeln bewegen, schütten diese Muskeln Botenstoffe auf, die praktisch in allen Geweben im Gehirn und überall im Körper wirken und uns, muss man so neidlos gestehen, gesund erhalten. Die Krux ist nur, wir müssen die Muskeln dafür nutzen. Wenn wir die Muskeln auf dem Stuhl sitzen lassen, passiert das nicht. Sitzen ist eine natürliche Tätigkeit. Wenn wir 17 Minuten sitzen, passieren in ganz vielen Zellen in unserem Körper, beginnen Prozesse, bei 20, 30, 40, 50-Jährigen beginnen Prozesse, die eigentlich typisch sind für den 75-Jährigen im Alterungsprozess. Das heißt, wenn Sie 17 Minuten sitzen, fangen Sie an zu altern. Und das ist auch faszinierend, das ist vielleicht gruselig faszinierend, aber das heißt, Sitzen ist das neue Rauchen. Sitzen ist eine tödliche Tätigkeit. Das Interessante wiederum dabei ist, wenn Sie dann einfach nur aufstehen und sich 30 Sekunden hinstellen, sind diese Prozesse wieder unterbrochen. Aber das zeigt, Bewegungslosigkeit ist etwas, was eigentlich nicht sexy ist. Und es wird noch besser, da steht 1000. Was bedeutet denn die 1000? Stellen Sie sich jetzt vor, Sie wären krank und Sie hätten einen Diabetes. Dann reichen 1000 Schritte zusätzlich, egal wie viel Sie laufen, aus, um den postprandialen, das heißt nach dem Essen auftretenden Blutzucker, doppelt so stark abzusenken, wie normalerweise zwei Medikamente Metformin. Das heißt, wir gehen zum Arzt und wir kriegen dann die Zuckerpille, oder zwei Zuckerpillen oder drei Zuckerpillen, aber nur 1000 Schritte zu laufen, das heißt 600 Meter zu laufen, wirkt doppelt so stark Blutzucker senken wie zwei Zuckerpillen. Und das ist faszinierend. Das heißt, der wirkliche Diabetologe, Diabetologe ist ja ein diabetesbehandelnder Arzt, aber der wirkliche Diabetologe oder die wirkliche Diabetesbehandlung ist nicht im Gehirn des Diabetologen oder im Rezeptblock des Diabetologen, sondern im Oberschenkelmuskel unserer Patienten. Und wenn wir das verstehen würden, ja, und wenn wir das nutzen würden, weil wenn wir ehrlich sind, wir nutzen es ja nicht, ja, sondern wir sitzen ja, oder wir bewegen uns nicht, oder wir bewegen uns viel zu wenig, wenn wir das machen würden, würden wir damit sehr, sehr viel erreichen. Jetzt ist die Frage, wie viel bewegen wir uns denn? Und das ist das, was der durchschnittliche Deutsche pro Tag läuft. Wir sind einfach grottenfaul. Und das ist schlecht, weil alles unter 5000 Schritten wird wissenschaftlich angesehen als Inaktivität, körperliche Inaktivität. Das heißt also Bewegungslosigkeit. Über 5000 Schritten wird es dann besser, 10.000 Schritte ist das Ziel. Wo man sagt, ab da wird es dann gesund und je mehr man läuft, desto gesünder wird man dann. Wir sind gemacht, um 36.000 bis 39.000 Schritte pro Tag zu laufen. Probieren Sie das nicht morgen aus, weil das wird dann wehtun, wenn Sie das machen, wenn Sie von 2.700 das so steigern. Aber wir sind eigentlich fähig, das zu erreichen. Und das wäre eigentlich faszinierend, da wieder hinzukommen. Wenn man jetzt die Frage vielleicht mal andersherum stellt, wie viele Stunden am Tag sind wir inaktiv. Was denken Sie? 8 Stunden schlafen. 8 Stunden schlafen. Mhm. Sind Sie in der Resterzeit immer aktiv? Na klar. Na klar. 15 bietet einer. Bietet jemand mehr? 20. 20. Mhm. 21. Oh.
23 Stunden und 45 Minuten sind wir inaktiv. Wir brauchen nur 15 Minuten, um 2700 Schritte zu laufen. Wenn ich jetzt hier rüberlaufe, dann jetzt hier eine halbe Stunde stehen bleibe, dann wieder zurücklaufe, heißt das nicht, dass ich eine halbe Stunde aktiv war, sondern ich war es vielleicht 3-4 Sekunden. 15 Minuten reichen für 2700 Schritte und das ist das, was wir körperlich pro Tag machen. Ja, der eine oder andere ist im Raum, der macht noch zusätzlich Sachen, das ist sehr gut, weil damit sammelt man, wird man zum Bewegungssammler und das ist gut, das ist natürlich. Ja, ehrlich, wir sind ganz schön faul und da niemand kann sich da letztendlich rauchen, weil das ist unser Lebensstil. Und unser Lebensstil ist stark, unser Lebensstil sind unsere Routinen, unser Lebensstil ist unsere Realität, da rauszukommen ist gar nicht so einfach. Sehen Sie also doch, Spaßbremse der Schwarz. Wie gehen wir jetzt damit um? Jetzt sagen wir mal, das ist vielleicht ein bisschen kompliziertes Bild, aber stellen Sie sich vor, ich bin Angela Merkel. Und Sie sind jetzt Spahn. Und ich gebe Ihnen 4 Milliarden Euro. Na, 4 Milliarden Euro ist eine ganze Menge Geld. Achso. Also ich gebe Ihnen 4 Milliarden Euro und ich sage Ihnen, wir wissen jetzt, dass mit der Bewegung ist gut und Sie sollen eine Präventionsmaßnahme für chronische Erkrankungen in Deutschland starten. Sie können machen, was Sie wollen, aber es sollte nicht mehr als 4 Milliarden Euro kosten. Aber das ist viel Geld, damit kann man viel machen. Und dann denke ich als Angela Merkel im Moment nach und sage, aber macht das so, dass wir in 3 Jahren wiedergewählt werden. Jetzt wird es tricky. Was machen Sie? Schulsport vergessen. Nehmen wir mal an, das ist eine kluge Idee. Wir haben eine große Erhebung gemacht in Sachsen. Da kam raus, von 3 Sportstunden pro Woche fallen 2 aus. Und in der dritten Stunde sind die Kinder 8 Minuten körperlich aktiv. Ja, also das könnte man sagen, ist doch eine gute Maßnahme. Jemand einen anderen Vorschlag? Kein Schulkind darf dann im Auto zu Kindern. Kein Schulkind? Oh, denke ich gerade an mich und meine Frau. Ja? Ich habe keine Maßnahmen. Sie haben keine? Ich habe keine Maßnahmen. Gruppensport. Gruppensport? Ja. Für Kinder oder für Eltern? Für alle. Für alle? Ja. Die Maßnahmen stehen hier drauf. Ich habe ja nicht umsonst dieses Slide gezeigt. Das ist von der OECD, also eigentlich eine Gesellschaft, die sich um wirtschaftliche Zusammenarbeit beschäftigt in Europa und die überlegen, wie man Prävention betreiben kann. Da gibt es viele Ursachen dafür, weil die zunehmende Krankhaftigkeit in unserer Gesellschaft ist der stärkste negative wirtschaftliche Faktor, den wir in ganz Europa haben. Weil die Menschen eben früher aus dem Arbeitsprozess ausfallen, weniger aktiv sind, Präsentismus und Absentismus am Arbeitsplatz. Deswegen denkt man darüber nach. Die bunte Kurve sind einzelne Präventionsmaßnahmen. Immer dann, wenn die unter diese gestrichelte Rote gehen, heißt das, die Präventionsmaßnahme lohnt sich aus gesundheitsökonomischer und aus gesundheitssozialer Sicht. Also ist es politisch wert, das zu machen. Alle Maßnahmen in Schulen sind die gelbe Kurve. Das dauert 50 bis 60 Jahre, bis sich das auszahlt. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass das für die Kinder in der Schule nicht genau die richtige Maßnahme ist. Aber wenn man jetzt den Staat betrachtet, dauert es 50 bis 60 Jahre, bis der Staat davon profitiert. Ist das jetzt gut oder schlecht? Die Maßnahme wäre interessant für Angela Merkel, wenn die Eltern dieser Kinder eine potenziell attraktive Wählerklientel ist. Das sind sie in Deutschland nicht, weil sie sind zahlenmäßig viel zu klein. Interessant ist das Bild aber deswegen, weil es gibt hier Maßnahmen, die sehr schnell wirken. Und das sind hier vorne, die wir da sehen, das sind Massenmedienkampagnen. Also so sehr wir über Werbung lästern, Werbung wirkt. Werbung wirkt bei allen von uns. Ja? Also das ist eine Maßnahme, die wirkt, egal ob jetzt eine schlechte oder eine gute Richtung. Nahrungsmittelkennzeichnung ist auch etwas, was funktioniert. Und Physician Dietitian Counseling. Das heißt, das Gespräch mit dem Arzt oder das Gespräch mit einer Gesundheitsperson. Und das ist interessant, weil man ja sagen würde, okay, man könnte ja vielleicht viel Geld in die Hand nehmen und investiert das in Ärzte. Ja, Sie sind ja jetzt Spahn, Sie haben ja nicht nur die
unsere Rüstungsministerin hat Berater, sondern der Jens Spahn auch. Und dann kommen die Berater und zeigen ihnen dieses Bild. Das ist vielleicht von hier aus schlecht zu sehen, aber das Graue nach unten heißt, wie gut eine Maßnahme ist, und das Rote nach oben, was sie kostet. Und wenn Sie jetzt fragen, wo sind die Ärzte? Die sind ganz hier hinten. Wir sind vielleicht gut, aber eben auch furchtbar teuer. Das heißt, wir sind schon wieder raus aus dem Rennen, weil es nämlich diese Maßnahmen gibt. Das sind effizient und kosten nicht viel, das sind Steuern auf Nahrungsmittel. Das heißt, eine Steuer auf Nahrungsmittel kann eine sehr interessante Möglichkeit sein, um uns zu beeinflussen, Verbraucherverhalten zu beeinflussen, genauso wie Nahrungsmittelkennzeichnung, genauso wie Werbung für gesunde Sachen. Nur ist die Krux, Werbung für gesunde Sachen macht keiner. Samsung und Coca-Cola und McDonalds, die geben Milliarden aus von emotional getriggerter Werbung. Da sehen Sie Werbung für etwas, was Sie emotional anspricht. Und da geht es gar nicht um Hamburger, da geht es auch gar nicht um Rauchen und so ein Kram. Das kommt nur am Ende, da, wenn dieser Werbespot Sie emotional eingefangen hat, kommt das. Und das vergessen wir nicht. Wenn man Marlboro denkt, viele von uns denken an diesen Cowboy, der auf dem Pferd durch die Savanne reitet, oder bei Camel, wie man mit dem Jeep da durchfährt. Wir denken da nicht an Rauchen, sondern wir denken an unsere Träume. Und wenn das geschafft wird, dann hat die Werbung Erfolg gehabt. Das würde auch in eine positive Richtung funktionieren. Kostet nur viel zu viel Geld. Nahrungsmittelkennzeichnung wäre das nicht. Ja. Ich glaube, dass ich über Ernährung viel verstehe. Wenn ich aber mit meiner Tochter in den Supermarkt gehe und sie kommt zu mir und fragt mich, hält mir irgendwas hin und sagt, Papi, sag mir, ist das gesund? Dann gucke ich mir das an, was da draufsteht und sage, es tut mir leid, das kann ich dir nicht sagen. Ja, ich könnte ihr vielleicht sagen, wenn ich zwei Produkte habe, welches von beiden besser ist, aber ob sie gesund sind, kann ich immer noch nicht sagen. Wir haben eine wissenschaftliche, evidenzbasierte Nahrungsmittelkennzeichnung, Sie müssen aber auch Ernährung studiert haben, um das zu verstehen. Stellen Sie sich vor, komme ich nachher dazu, wie man das anders machen könnte, da gibt es Möglichkeiten. Jetzt wäre man noch komplizierter. Das ist gesund. Hier sehen Sie ein Bild. Wir sind ja heute technisch in der Medizin in der Lage, fast alles messen zu können. Wir können 2800 Mal am Tag Blutzucker messen. Das sind kleine Sensoren, die klebt man auf die Haut, die praktisch permanent den Blutzuckerwert auf das Telefon übertragen. Ich habe ja einen Sensor, der ist bei mir unter die Haut implantiert, der liegt dort 6 Monate und misst eben fast 3000 Mal pro Tag den Blutzucker. Da gibt es aber viele andere Sensoren. Und das Ergebnis ist so eine lila Kurve. Das ist jetzt keine Passionszeitkurve, sondern die ist eben in diesem Gerät lila. Und hier sehen wir eine junge Frau, 26 Jahre alt, und diese grünen Pfeile heißen, also wir sehen das hier 24 Stunden von ihr, die grünen Pfeile heißen, sie isst irgendwas. Und früher hätten wir gedacht, wenn sie irgendetwas essen, wo Kohlenhydrate drin sind, steigt doch der Blutzuckerspiegel an. Und das sehen wir bei ihr nicht. Das haben wir vor 5 Jahren nicht gewusst. Wir dachten als Ärzte auch, wenn sie kohlenhydratreich essen, steigt der Blutzuckerspiegel an, dann wird Insulin ausgeschüttet und der Blutzucker fällt wieder ab. Das ist nicht richtig. Wir wissen heute, der gesunde Mensch hat eine komplett flache Blutzuckerkurve. Wenn Sie Kohlenhydrate essen, ja, dann ist der Körper so sensitiv gegenüber dem Zucker oder dem Insulin, dass der Zucker ganz schnell in der Zelle verschwindet, ohne dass der Blutzucker im Blut, ansteigt. Und das ist interessant. Das haben wir vorher nicht gewusst. Weil das ist die Kurve von Ihrem Vater. Der Vater hat praktisch die Hälfte im gleichen genetischen Hintergrund. Der Vater ist auch gesund, aber wir sehen, dass er eine vollkommen veränderte Kurve ist. Er ist früh gleich und dann sehen Sie so ein Auf und Ab dieser Kurve. Und dieses Auf und Ab bei ihm ist immer noch im gesunden Bereich, aber der Vater ist jemand, der hat eine schwere Insulinresistenz, also eine Insulinverwertungsstörung, bei ihm wirkt das Insulin nicht mehr. Der Vater ist in der Situation, dass er noch 2-3 Jahre hat, bis er den Diabetes entwickelt. Und wir haben keine Möglichkeit, das im Vorfeld herauszufinden. Wir haben es jetzt so ein bisschen mit diesen neuen Sensoren, aber wir wissen das noch nicht, weil unsere Vorstellung als Ärzte, wie der gesunde Blutzuckerstoffwechsel ist, basiert darauf, dass wir Millionen von Patienten untersucht haben. Wir haben früher nie Gesunde untersucht, so blöd das auch klingt. Ja, wir haben immer Patienten untersucht und haben gesagt, beim Gesunden muss es dann auch so sein. Und wenn man dann mal einen Gesunden untersucht hatte und es war anders, hat man gesagt, das ist nur bei dem anders. Eigentlich muss es ja so sein. Und heute, ich persönlich habe mittlerweile über 1000 gesunde Menschen mit solchen Sensoren untersucht und wir lernen den Diabetes völlig neu kennen. Und das hat natürlich eine Bedeutung auch für die Behandlung einer solchen Erkrankung, für die Behandlung des Blutzuckers.
Das heißt, in 5 Jahren von heute werden wir nicht mehr den Diabetes behandeln, indem wir den Blutzucker versuchen, immer weiter zu senken, sondern wir werden das machen. Wir werden bei Patienten, wo der Blutzuckerspiegel stark schwankt, werden wir versuchen, die niedrigen Werte weniger werden zu lassen und die hohen Werte weniger werden zu lassen. Weil wir wissen heute, dass, stellen Sie sich vor, Sie haben 2 Patienten, beide haben etwa den gleichen durchschnittlichen Blutzuckerspiegel. Bei dem einen schwankt der Blutzuckerspiegel so hoch und bei dem anderen schwankt er nur so ein bisschen. Bei dem, der so hoch schwankt, der kriegt einen Herzinfarkt und kriegt einen Schlaganfall. Und deswegen wäre es aus Therapiesicht natürlich jetzt sinnvoller zu gucken, dass man die Schwankung reduziert und nicht einfach mit dem Blutzucker immer weiter absinkt. Und warum sage ich das? Weil das heißt, wenn wir den Diabetes mellitus modern therapieren wollen, müssen wir natürlich überlegen, was für Medikamente nehmen wir, die nicht noch vielleicht die Schwankung noch weiter erhöhen, sondern ihn möglich verringern. Und in der Vergangenheit haben wir genau das gemacht. Wir haben häufig den Diabetes behandelt in eine Form, die dazu geführt hat, dass die Schwankungen sogar noch größer geworden sind. Wir wussten das ja nicht. Und dann eben viele Patienten daraufhin gestorben sind. Und heute wissen wir das und heute müssen wir eben umdenken. Das muss auch Jens Spahn verstehen, dass wir eben diese Schwankungen versuchen müssen zu reduzieren, um den Patienten zu helfen. Jetzt wird es einfacher. Es stimmt nicht, es wird noch schwieriger. Weil das, was ich Ihnen bisher erzählt habe, aus Diabetes-Sicht, ist das, was die Medizin darstellt, wie das mit dem Zucker funktioniert. Also. Aber wenn wir Patienten behandeln wollen, wenn wir was gegen Diabetes machen wollen, was ist das Wichtigste, was wir beachten müssen? Das sind die Bedürfnisse unserer Patienten. Das sind die Bedürfnisse von dem Patienten, den wir behandeln wollen. Was sind unsere Bedürfnisse? Unsere Bedürfnisse ist unser Alltag, sind unsere Routine. Die Damen im Raum stellen sich jetzt mal bitte vor, ich bin jetzt nicht mehr Angela Merkel, sondern ich bin jetzt Ihr Gynäkologe. Sie kommen zu mir und ich untersuche so und da hinten da an der rechten Brust, da sind 4 cm Knoten. Boah, der ist so mit der Hinterwand verwachsen. Der tut weh und so in der Achsel tasten wir auch was. Das ist Mist. Das muss sofort raus. Das ist Krebs. Und für morgen, 10 Uhr, habe ich die Möglichkeit, sie werden aufgenommen, Nachmittag werden sie operiert. Jetzt sagen sie, Mist, dieser Arzt. Ich wollte heute Abend mit meinem Mann nach Hamburg fahren. Wir haben 2 Jahre dafür gespart, auf das schönste deutsche Kreuzfahrtschiff, die MS Europa von Hapag-Lloyd zu gehen. Wir wollten 3 Wochen lang eine Kreuzfahrt machen. Das war unser Traum zum 50. Hochzeitstag. Was machen Sie? Sie fahren auf die Kreuzfahrt. Oh. Also nehmen wir mal alle Menschen außerhalb von Kronberg. Wenn wir eine Krebsdiagnose kriegen oder wenn wir eine schwere Lungenentzündung oder sowas haben, dann glauben wir als Patient das, was der Arzt uns sagt. Da kommt der Arzt so mit seinem Damoklesschwert und sagt, wenn du das nicht machst, dann passiert irgendwas. Und das glauben wir. Wir folgen dem auch, weil in dem Moment die Bedeutung für unsere Lebensqualität hängt davon ab, was der Arzt sagt. Und Lebensstiländerung ist Pillepalle. Es muss operiert werden. Das heißt, in der Regel glauben wir in der Situation dem Arzt. Reden wir aber über Krankungen wie Diabetes und Übergewicht, ist das vollkommen anders. Ja, dann glauben wir dem Arzt für 2 Tage. Wenn wir beim Arzt sitzen, ich bin Arzt. Wenn wir beim Arzt sitzen und der sagt uns was, glauben wir dem. Der Arzt glaubt auch, dass sie das so meinen. Er unterliegt auch dem Trugschluss, dass die Patienten das machen, was sie uns sagen. Aber wenn wir als Patient beim Arzt sitzen, hält das etwa 1,5 bis 2 Tage an und dann sind die Routinen, in denen wir sind, die auch gut sind, die sind wesentlich stärker als das, was uns der Arzt sagt. Wer ist dann aber? Wer nimmt Einfluss auf uns? Oder wer nimmt Einfluss auf unser Verhalten? Und das ist unsere so schön neudeutsche Peer Group.
Das sind unsere Familienangehörigen, das sind unsere Freunde, Arbeitskollegen, die Menschen, mit denen wir uns umgeben, die Gemeinde, in der wir sind. Ich sage immer zu meinen Patienten, dass die Patienten, die er im Wartezimmer trifft, während er auf mich wartet, sind für seinen Lebensstil wichtiger als das Gespräch mit mir. Und da steckt ganz viel drin. Jetzt ist aber die Frage, warum ist das so wichtig? Weil diese Menschen ähnliche Ideen, ähnliche Routinen haben. Und wenn wir unseren Lebensstil ändern wollen, machen wir das nur, wenn eine ganz bestimmte Sache einsetzt. Haben Sie eine Idee, dass alle von Ihnen in den letzten 5 Jahren ihren Lebensstil geändert haben, Männer wie Frauen, ohne dass sie es gemerkt haben und sehr nachhaltig? Haben Sie eine Idee, was das gewesen ist? Außeneinflüsse? Sonne. Ja? Was? Sonne. Wie bitte? Sonne. Die Sonne. Wir haben alle etwas gemacht, alle, die wir hier sitzen. Und das hat unseren Lebensstil grundlegend verändert. Wir haben es nicht gemerkt und wir machen es trotzdem. Smartphone. Genau. Das sind diese kleinen Telefone, die wir heute alle haben. Wenn uns vor 7 Jahren jemand gefragt hätte, wie wir in Zukunft telefonieren wollen, hätte keiner gesagt, wir wollen ultradünne Glasscheiben haben, über die wir drüber wischen und mit denen wir auch telefonieren können. Und trotzdem nutzen wir die Dinge. Warum? Warum? Bequemer. Und das ist das, was ich Ihnen sagen wollte. Der einzige Grund, warum wir nachhaltig Verhalten ändern, ist unsere Lebensqualität. Und wir müssen innerhalb von 2 bis 3 Tagen merken, dass sich unsere Lebensqualität verbessert. Wenn nicht, bleiben wir nicht dabei. Das heißt, der einzige Grund, Lebensstil zu ändern, egal ob wir es wollen oder ob das von außen kommt, ist der, dass wir merken, es tut uns gut, es ist bequem, es ist schick, ich genieße das, es tut mir gut. Also ich habe das Gefühl, meine Lebensqualität verbessert sich. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass das Nutzen eines Smartphones pro Tag 140 Kilokalorien kostet, wenn Sie ein Smartphone über 1 Jahr lang nutzen, nehmen Sie 4,6 Kilogramm zu. Das ist gruselig. 140 Kilokalorien ist eine ganze Menge. Und keiner von Ihnen wird jetzt nach Hause gehen und sagen, ach, der Schwarz hat gesagt, 140 Kilogramm ist ja schrecklich, jetzt lasse ich mein Smartphone liegen. Das heißt, Sie werden es weiter nutzen. Weil die Tatsache, dass Sie das... Sie nicht. Sie haben es noch gar nicht. Das ist ein klarer Vorteil. Wieso nimmt man zu? Nein, man nimmt zu, weil man bewegt sich weniger. Das, wenn Sie jemanden vor 10 Jahren ohne Smartphone mit heute mit Smartphone vergleichen, verbrennt er weniger Energie. Es ist nicht so, dass wir mehr essen, das ist nicht der Fall, sondern wir bewegen uns weniger. Es ist immer wieder die Bewegung, die zurückgeht. Und keiner von Ihnen wird jetzt sagen, dann nutze ich mein Smartphone nicht mehr, sondern die Tatsache, dass wir das Gefühl haben, es tut uns, Mann, da kann ich mit den Enkeln über WhatsApp Bilder austauschen und ich kann das machen und ich kann ein Zugticket kaufen oder ein Flugticket buchen, das ist alles so einfach und das geht so schnell, das ist doch schön. Das ist Lebensqualität. Und das Faszinierende dabei ist, wenn wir es jetzt schaffen würden, für mehr Gesundheit etwas zu entwickeln, wo wir das Gefühl haben, das verbessert wirklich unsere Lebensqualität, schon nach 2 Tagen, dann wären wir auch erfolgreich sein. Selbst ohne die vielen Milliarden. Wer von Ihnen trinkt gerne Coca-Cola? Wer trinkt gerne eine Coca-Cola Light? Oder? Diejenigen, die sich jetzt gemeldet haben, denen möchte ich sagen, lassen Sie das bitte sein. Warum? Auf dem Bild sehen Sie 380.000 Patienten im Jahr. Und es ist untersucht worden, wenn Sie oben steht 336 Gramm, das ist eine kleine Dose von so einem Getränk. Wenn Sie ein so ein Getränk pro Tag über 1 Jahr trinken, was macht das mit dem Diabetesrisiko? Also über 1 Jahr, 12 Monate. Ganz vorne ist Wasser. Und da sehen Sie, das sind keine Balken. Das heißt, wenn Sie Wasser trinken, erhöht sich Ihr Diabetesrisiko nicht. Wenn jetzt jemand gesagt hat, das glaube ich auch nicht, Wasser ist schon ein ganz gesundes Getränk. Da
Das wissen wir seit vielen Millionen Jahren. Die nächsten Säulen, wo es um vier Typen geht, sind Säfte. Das heißt, wenn Sie irgendwo so einen Tetrapack haben, wo Orangensaft drin ist, und es sind viele Orangen draußen auf der Verpackung drin, aber es ist keine Orange mehr drin, in dem, was Sie trinken. Wenn Sie einen so ein Getränk pro Tag über ein Jahr trinken, erhöht sich Ihr Diabetesrisiko um 40% pro Jahr. Das ist das Gleiche, was passiert, wenn Sie eine normale Coca-Cola trinken. Wenn Sie jetzt aber die Coca-Cola Light oder Coca-Cola Zero trinken, erhöht das Diabetesrisiko um 60%. Wie kann das sein? Das ist doch die gute Coca-Cola, wo kein Zucker drin ist. Das stimmt auch, da ist kein Zucker drin. Aber, das haben wir vor 2 Jahren nicht gewusst, aber da sind diese ganzen Zuckerersatzstoffe drin. Heute müssen wir sagen, Süßungsmittel. Wie kann das sein, dass die das Diabetesrisiko stärker erhöhen, als die Cola, wo Zucker drin ist? Und da wissen wir heute, das ist unser Darm. Und es ist das Mikrobiom in unserem Darm. Das heißt, die ganzen Bakterien in unserem Darm. Das Hauptbakterium ist Escherichia coli, das haben wir schon mal gehört. Und wenn wir Zucker essen, egal wo der Zucker herkommt, liebt dieses Bakterium das. Deswegen haben wir so viel da drin, weil wir so viel Zucker essen. Und dieses Bakterium teilt sich alle 27 Minuten, wächst also fröhlich für sich hin, wenn wir genügend Zucker zu uns nehmen. Wenn jetzt die Zuckerersatzstoffe kommen, gibt es 13 andere Bakterien und die teilen sich im Schnitt nach 23 Minuten. Die teilen sich also schneller als E. coli. Das heißt, wenn Sie kontinuierlich Zuckerersatzstoffe zu sich nehmen, was dann passiert ist, dass diese Bakterien den gesamten Darm überwuchern. Ja, 10 Tage lang eine Cola Light zu trinken, verändert den Darm stärker als 10 Tage lang ein Antibiotikum zu nehmen. Wenn Sie das jetzt immer weitermachen, ja, haben Sie einen vollkommen veränderten Darm als jemand, der das nicht macht. Das merken Sie nicht, das tut nicht weh, Sie verdauen auch immer noch. Aber jetzt gibt es Experimente, da hat man eine Stuhlprobe von einem Menschen genommen und in den Darm einer sterilen Ratte implantiert. Und es hat 2 Wochen gedauert und die Ratte hatte Diabetes. Das heißt, diese veränderten Bakterien im Darm führen dazu, dass man den Diabetes bekommt. Wir wissen nicht genau wie, aber das ist auch so eine neue Sache, die gruselig ist, die letzten Endes uns zeigt, wie wichtig unsere Ernährung ist, wenn wir über chronische Erkrankungen sprechen. Und jetzt könnte man sagen, lass den noch reden, den Schwarz. Trinke ich eben keine Coca-Cola Light mehr. Wir wissen, dass heute 37% von Produkten in dem durchschnittlichen deutschen Supermarkt beinhalten Zuckerersatzstoffe. Warum? Weil wir das fordern. Wir fordern, die Produkte sollen zuckerfrei sein. Was macht die Industrie? Sagt, die Verbraucher wollen zuckerfrei, aber sie wollen ja, dass es trotzdem süß schmeckt. Also tut man Zuckerersatzstoffe frei. Und das führt dazu, dass sie Dinge kaufen, wo keiner auf die Idee käme, dass da sowas drin ist. Es muss in den allermeisten Fällen auch nicht deklariert werden. Es gibt 38 verschiedene Zuckerersatzstoffe. 36 von denen machen das, was ich hier beschrieben habe, machen letzten Endes einen Diabetes. Und das ist so, das war zum Beispiel Saudi-Arabien, ich hatte gerade das erzählt, das war dann das, was beim Mittagessen auf dem Tisch stand. Und wenn sogar die in der Lage sind, das sind Bilder aus Indien von der Reise, wenn die in der Lage sind, die Cola zu trinken, zeigt das, wie stark unser Lebensstil ist, wie schwierig es ist, mit unserem Lebensstil umzugehen, wenn das unsere Routinen sind. Auch diejenigen, die sich eben mit der Cola Light gemeldet haben, es wird immer wieder passieren, dass man doch dazu greift. Und dann ist es vielleicht bestärkt, dass da hat doch der was gesagt mit dem Darm und so. Und dann sagen sie vielleicht, nein, aber um die Zuckerersatzstoffe aus dem Supermarkt herumzukommen, das ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, was ist die Quintessenz daraus? Eine gesunde Ernährung ist in der Regel das, wo sie sagen, es ist frisch, es ist möglichst grün, es ist möglichst gemüselastig und es kommt aus der Region. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Zuckerersatzstoffe drin sind, ziemlich gering. Selbst wenn Sie drauf gucken und sagen, schreibt der was, ob Zuckerersatzstoffe drin sind, die allermeisten müssen es nicht draufschreiben. Das heißt, es kann sein, Sie essen das und Sie wollen es verhindern und trotzdem essen. Jetzt gehen wir mal an durch. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen den Diabetes besser verstehen, müssen wir auch die Pathophysiologie des Diabetes besser verstehen. Und was ist die Pathophysiologie? Das ist jetzt schön neudeutsch, nicht, dass wir da drauf geschrieben haben. Es ist nicht, dass der Zucker
Zucker macht, sondern es ist das Fett, was Zucker macht. Am Ende ist es der Zucker trotzdem, weil der Zucker, wenn Sie viel Zucker essen, wird im Körper in Fett umgebaut, aber eigentlich ist der Zucker für den Diabetes egal, sondern es ist das Fett, was uns krank macht. Und jetzt hat der Mensch hat verschiedene Fettarten an sich. Es gibt das subkutane Fett, Unterhautfettgewebe, das ist all das Fett, was wir irgendwo zwischen zwei Fingern nehmen können, egal wo im Körper. Und von dem Unterhautfettgewebe können Sie 20, 50, 80, 100, 130, 150 Kilo mit sich herumtragen und das macht nichts. Das hält Sie warm, das hilft beim Schwimmen, das schwimmt immer oben, aber aus endokriner Sicht ist das eigentlich zu vernachlässigen. Nicht dagegen das viszerale Fett oder das Bauchfett. Wo ist das? Wenn Sie an die Herren denken, die Herren, die so Bäuchlein haben, prall, aber wie so eine Murmel. Wenn ich Vorlesung halte, lasse ich jetzt die Studenten immer aufstehen, sodass die Studentinnen gucken können, wie die Bäuche der Herren sind. Und es ist erschreckend, 22, 23, 24-jährige junge Herren, was die zum Teil schon für Bäuche haben. Dieses Bauchfett, das ist also um den Darm, um die Leber, um die Niere, das macht uns krank. Wenn Sie 4,8 Kilogramm Bauchfett haben, haben Sie als Mann nur noch 5% vitale Spermien. Das heißt, Sie haben noch eine Erektion, Sie haben noch einen Samenerguss, aber es ist nichts Gutes mehr drin. Aufgrund dieses Fettes. Jetzt überlegen Sie sich mal, die jüngere Generation, wie viele von denen sagen, dann kriegt man das so als Schwiegermutter oder als Mutter mit. Sie versuchen seit 2 Jahren irgendwie ein Kind zu kriegen. Und das klappt nicht. Warum? In etwa 70% der Fälle ist das Fett im Bauch des Herren dafür verantwortlich, dass das nicht klappt, weil einfach die Spermien tot sind. 4,6 Kilogramm Bauchfett heißt, als Mann oder Frau, Sie kriegen eine Demenz vom Alzheimer-Typ 17 Jahre früher als derjenige, der das Bauchfett nicht hat. Das ist gruselig, finde ich. Wie kann das sein? Wie kann das zusammenhängen? Das ist doch blödes Fett, was da im Bauch ist. Wie kann uns das krank machen? Wir wissen heute, dass dieses Fett die potenteste endokrine Drüse ist, die wir in uns tragen. Mehr als 600 Hormone sind bekannt, die aus diesem Fettgewebe kommen und uns krank machen. Es ist nur eins von diesen 600 Hormonen, was uns gut tut. Die anderen, die bekannt sind, also es sind schon deutlich mehr als 600 bekannt, die machen Depression, die machen Bluthochdruck, die machen eben die Demenz. Die machen eine Entzündung im gesamten Körper, die machen zum Beispiel auch Schuppenflechte, die Psoriasis und viele, viele, viele andere Erkrankungen auch. Das heißt, je mehr von dem Fett, umso kränker bin ich, je weniger von dem Fett, umso gesünder bin ich. Das ist faszinierend. Wie kriege ich das Bauchfett weg? Bewegen. Was hat sie gerade gesagt? Absaugen. Vor etwa 15 Jahren war das der Punkt, haben die Wissenschaftler auch gesagt, Mann, das ist doch toll. Wir wissen, das Fett ist schlimm, saugen wir es weg. Welches Fett wird abgesaugt, wenn Sie zum Fettabsaugen gehen? Das ist das Unterhautfett gewesen. Weil dieses Viszeralfett ist unter der Muskelschicht im Bauch. Das wird, da kommen Sie beim Absaugen nicht hin. Da müssen Sie in den Bauch einstechen. Beim Absaugen nimmt man nur das Unterhautfett gewesen. Das ist schade. Ja, das ist schade. Da sind Experimente gemacht worden, man hat 50 Kilogramm Fett abgesaugt, hat dann geguckt, was passiert ist. Es hat überhaupt keine Veränderung gebracht, weil es ist das falsche Fett gewesen. Wie kriegen wir dieses Fett weg? Also wenn ich eine Frage stelle und Sie sagen, Bewegung ist die Chance, dass es richtig ist, über 90%. Und warum? Das Fett ist so aktiv, produziert so viele Substanzen, eben da kommen auch freie Fettsäuren aus dem Fett, und die gehen dann in die Leber und dann in der Leber in den Muskel. Und wenn der Muskel sich bewegt, verbrennt er das und es geht weniger wieder zurück. Wenn Sie sich bewegen, wenn Sie 10.000 Schritte am Tag laufen, können Sie etwa 80 Gramm dieses Fettes pro Woche verbrennen. Und das heißt, dass Ihr Teilumfang etwa 1 cm bis 1,5 cm pro Woche abnehmen kann. Das heißt, es ist total, entschuldige, wenn ich das sage, sexy, was man über Bewegung erreichen kann. Und es ist nicht nur Bewegung, dass man sagt, der Schwarze zählt 10.000 Schritte am Tag. Nein, es sind 80 Gramm Fett pro Woche, die man los wird. Und diese 80 Gramm Fett heißt dann gleich 5% weniger Risiko, eine Demenz zu bekommen.
Aber jetzt steht hier auch noch Leberfett. Ich sage mal, das Bauchfett macht uns krank, das Leberfett bringt uns um. Entschuldigung. Wir sehen in Studien, wenn Sie 90 bis 100 Gramm Fett in der Leber haben, und das ist nicht das Fett in der Leber, was über Alkohol kommt, sondern aus anderen Gründen, also Pille, Tiramisu und Weißwein. Wenn Sie 90 bis 100 Gramm Fett in der Leber haben und Sie ändern Ihren Lebensstil und Sie machen das auch wirklich, Sie laufen die 10.000 Schritte, wirkt das nicht. Das heißt, das Fett in der Leber scheint eine Barriere zu sein oder eine Bremse zu sein, die Sie, so neudeutsch, zum Non-Responder werden lassen. Das heißt, eine Lebensstiländerung wirkt nicht, aber auch eine Therapie wirkt nicht oder nur schlecht. Das verstehen wir nicht so genau, wo das herkommt. Vor allem diese Menge, 100 Gramm sieht man im Ultraschall nicht, da braucht man spezielle MRT-Verfahren, die sind aufwendig. Aber dieses Fett ist ganz stark assoziiert mit dem Auftreten von Krebs und es bremst praktisch ganz viel in unserem Lebensstil aus. Das heißt, das ist die gefährlichste Substanz, die wir in uns herumtragen. Warum? Die produzieren eben Hepatokine, das sind kleine Hormone, Peptidhormone, die aus diesen Fettzellen in der Leber kommen, wenn diese denn existieren. Und die machen Krebs, die machen auch Demenz, die machen viele andere Prozesse auch. Und da reichen schon Mikromengen davon, um diese Wirkung zu haben, wo es bei dem Bauchfett eben im Milliliterbereich ist. Wie kriegen wir das Leberfett weg? Wir sind genau im richtigen Ort, um diese Frage zu stellen. Das hat mir jemand gesagt, operieren. Sie können die Leber rausnehmen, dann ist das Leberfett auch weg, aber die Leber auch und sie sind tot. Das ist das Fasten. Das haben wir vor 2 Jahren nicht gewusst. Und das ist ein Zufallsfund gewesen in Studien, wo man eben, wir könnten das Leberfett erst seit etwa 4 Jahren messen, eben mit aufwendigen MRT-Verfahren, wo wir aber auch die Software selbst geschrieben haben in Forschungszentren, das verkaufen die MRT-Firmen gar nicht. Und dann haben wir in den Studien gesehen, da gibt es ein paar Patienten, die hatten Leberfett und so, wenn die alle 6 Monate untersuchen und dann auf einmal war das Leberfett komplett weg. Da haben wir erst gedacht, Gerät ist kaputt, misst das Leberfett nicht mehr und so. Und dann waren es eben von 1000 Patienten waren es auf einmal so 20. Und dann sind wir dem nachgegangen und auch andere Gruppen weltweit. Und dann kam dem raus, ja, die haben gefastet. Und jetzt gibt es 8 Studien, die untersuchen das proaktiv und es ist tatsächlich so. Wenn Sie 2 Wochen lang keine Energie aufnehmen, also nichts essen, oder 3 Wochen weniger als 600 Kilokalorien pro Tag, ist das Leberfett komplett weg. Egal wie viel Sie vorher hatten. Das ist faszinierend. Es ist der schnellste Zugewinn an Gesundheit, den wir für uns generieren können. Egal was Sie machen, egal was Sie sonst tun, egal was Sie für Medikamente nehmen, egal was Sie machen, Sie gewinnen nie schneller Gesundheit, als wenn Sie 2 Wochen lang nichts essen. Und ich bin tief überzeugt, dass das zu einer Renaissance des Fastens führen wird. Nicht, weil wir jetzt sagen, es ist Naturheilkunde, sondern weil wir sagen, da gibt es ein ganz klares wissenschaftliches Korrelat, was das Fasten macht. Und wir verstehen heute, wie das passiert. Wenn Sie 4 Tage lang nichts essen, ändert der Körper seinen Stoffwechsel und Sie geraten in eine Ketose, Sie verbrennen nicht mehr Zucker, sondern Ketonkörper. Und wenn Sie an diesem 4. Tag sind, wenn diese Ketose beginnt, dann fängt dieser Stoffwechsel an, Fett abzubauen. Und an das Fett in der Leber kommt er relativ schnell ran. Das fällt ihm leichter, das abzubauen. Deswegen ist es das Erste, was verschwindet. Aber die 2 Wochen Fasten müsste man schon machen. Und Sie verlieren, wenn Sie an diesem Tag 5 sind, geht es etwa los, dass Sie zwischen 600 und 800 Gramm Fett pro Tag verbrennen. Das ist total faszinierend. Das ist anstrengend für den Körper, so eine Fastenzeit durchzuführen. Aber ich habe das jetzt 7 Mal gemacht und habe das genau angeschaut. Es wird von Mal zu Mal wird's immer einfacher und immer besser. Das ist das, wenn Sie alles vergessen, was ich heute erzähle, das sollten Sie mitnehmen. Wir kennen das Fasten seit 2000, 3000, 4000 Jahren. In allen großen Religionen spielt Fasten eine Rolle. Alle großen Religionen haben wir das Fasten verlernt. Die Moslems sagen, ich darf das sagen, weil ich mache auch dort unten eine große Studie, die kommen und sagen, ja, wir im Ramadan, wir fasten. Das ist ein ganz, ganz großer Trugschluss. Die Studien, die wir gemacht haben, zeigen,
dass die Teilnehmer in den Studien während des Ramadans 300 Kilokalorien mehr essen als außerhalb des Ramadans, weil sie in der Nacht richtig zuschlagen. Und ich habe das selbst erlebt, ich war in Dubai eingeladen vom Gesundheitsminister dort unten, nicht im Spahn, den von unten. Wir saßen in einem riesen Ballsaal beim Fastenbrechen. Und ich meine, manchmal sieht man ja, wenn man irgendwo im Urlaub ist und dann gibt es da Gäste, die sich nicht so richtig benehmen können an einem Buffet oder so, das hat jeder vielleicht von uns schon mal gesehen. Und stellen sich diese Szene vor, aber dreimal schlimmer. Dort unten, es war ein komplett gebratener Hirsch auf diesem Buffet. Und ich stand dort und dann ging wie Silvester, zählte die Zeit runter und dann rannten alle zu dem Buffet. Und ich dachte, meine, die fangen doch an, sich zu schlagen. Und die haben sich dann richtig die Mägen vollgehauen. Und das soll nicht in irgendeiner Form wertend sein. Nur es gibt keine Religion mehr, wo wirklich noch aus religiösen Gründen durchgehend gefastet wird. Es wäre wert, egal ob aus religiösen Gründen oder was auch immer, das wieder zu erlernen, weil das ist der schnellste Weg, um Gesundheit zu erlernen. Und hier zwei Bäuche, beides Patienten von mir. Der hat einen Bauch, der hängt hier richtig runter. Wenn der sich nach vorne beugt, findet der seine Füße nicht, weil immer der Fett dazwischen hängt. Aber der ist gesünder, als ich es bin. Der hier hat das Problem, und das ist das Fett, was hier drin steckt. Und es gibt da eben auch ganz schlanke Menschen, wenn die nur diese 4,5 Kilogramm Bauchfett haben oder das Leberfett haben, dass die gefährdet sind. Das ist mal so ein Bild, der zeigt, wie das Insulin im Körper wirkt. All die roten Substanzen, die Sie dort sehen, blockieren diesen Prozess. Und das ist das, was uns krank macht, dass das Bauchfett Substanzen produziert, die uns letztendlich krank machen. Das heißt, wenn Fasten gar kein Fett oder? Nee, also gar kein Fett, gar kein Zucker und gar kein Eiweiß. Also gar nichts. Das ist eigentlich das Fasten, dass man sagt, ich habe einen bestimmten Moment, wo ich sage, ich beginne zu fasten. Ob das jetzt genau die jetzige Zeit ist oder ob das Weihnachten ist oder ob das irgendein anderer Moment ist, vollkommen egal aus Sicht des Fastens. Und dann sage ich, höre auf zu essen. Und 14 Tage bringt schon was. 14 Tage, ja, 14 Tage ist sogar, das ist anstrengend, aber 14 Tage ist ein sehr, sehr guter Zeitraum. Ich mache immer von Karfreitag bis Aschermittwoch bis Karfreitag. Er fragt gerade von Aschermittwoch bis Karfreitag, das wäre sehr lang. Der Körper ist aber gemacht, der kann 8 Wochen, 9 Wochen ohne Nahrung durchaus ertragen. So ab der Woche 6 wäre es ganz gut, das eine oder andere Vitamin zu sich zu nehmen, weil dann kann man so einen Mangel, aber selbst das ist nicht schlimm, wenn man da ein bisschen in den Mangel kommt. Aber 2 Wochen tatsächlich gar nichts zu essen, 5 bis 6 Liter Flüssigkeit am Tag zu trinken, das wäre ein Weg zu fasten. Wenn Sie schwanger sind, sollten Sie es nicht machen. Wenn Sie gerade irgendwie eine Operation am Herzen gehabt hätten, sollte man es vielleicht auch nicht machen, aber das sind ja die allerwenigsten, also Männer sowieso und es ist auch so selten. Das heißt, man kann eigentlich sagen, 98% der Menschen können fasten. Wenn Sie schwere Erkrankungen haben, würde ich das vorher mit dem Arzt besprechen, ansonsten können Sie das, jeder Mensch kann frei entscheiden, aufhören zu essen und nach 2 Wochen wieder anfangen zu essen. Das ist wichtig, wenn man wieder anfängt zu essen, wie man das macht. Dass man das langsam macht, dass man so 5 Tage das langsam aufbaut. Wenn Sie tatsächlich mit einer Null-Diät fasten, ist es so, dass Sie sehr schnell in den ersten 3, 4 Tagen 4, 5 Kilo abnehmen. Das ist aber Flüssigkeit, weil der Darm bewegt sich nicht mehr, der Darm wird auch nicht mehr durchblutet und die Flüssigkeit scheiden Sie aus. Wenn Sie dann wieder anfangen zu essen, bewegt der Darm sich wieder, wird wieder durchblutet. Das heißt, 5, 6 Tage nach dem Ende des Fastens haben Sie auch wieder 4 Kilo zugenommen. Und da sagen jetzt die Kritiker, seht doch, die nehmen doch alles wieder zu. Das ist wieder die Flüssigkeit, die wieder im Darm drin ist. Und das passiert jedem. Aber wenn Sie 2 Wochen lang fasten, dann kann es durchaus sein, dass Sie insgesamt 12 Kilo abnehmen. Das heißt 4 Liter Flüssigkeit, 4 Kilo und 8 Kilogramm Fett. Und wichtig ist es, 10.000 Schritte pro Tag laufen, auch beim Fasten. Ich glaube, ich habe zeitlich, bin ich schon weit über meine Zeit drüber hinaus. Ja? Das ist die Kunst, das wissen wir nicht. Also nee, doch, wenn wir so eine MRT-Untersuchung machen, würden wir das wissen. Aber am Ende ist das völlig egal. 27% der Bevölkerung haben das. Das ist das, was wir heute sehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie es haben, ist 1 zu 4. Wenn Sie, vorhin hat es gesagt, Frau, Pille, Tiramisu und Weißwein. Das heißt, Alkohol bewirkt, dass Fett und Zucker anders abgebaut wird. Und wenn noch die Hormone aus der Pille dazukommen, dann ist es so, dass
das ist praktisch tatsächlich wie eine Einbahnstraße ist, dass in der Leber Fett anfängt zu wachsen. Und das ist für die vielen Frauen, die heute schon sehr früh die Pille nehmen, gar nicht so gut. Uns Ältere, jetzt finde ich mich auch. Entschuldigung. Trifft das dann, wenn wir die Polypharmazie betreiben? Wenn Sie mehr als 5 Medikamente pro Tag nehmen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Leberfett akkumulieren, sehr, sehr hoch, höher als mit der Pille. Und das sind Sachen, die haben wir vor 5 Jahren nicht gewusst. Heute muss man dann damit umgehen. Ja. Das ist kein Zusammenhang. Wegen Fasten hätte ich überhaupt kein Problem. Müssen wir vielleicht beim ersten Mal ausgucken, was mit Bilirubin ist. Aber eigentlich ist das ja etwas, was über die Leber einfach ausgeschieden wird. Die Leber ist dann auch ein bisschen weniger aktiv. Wenn Sie aber viel Flüssigkeit trinken, würde ich behaupten, dass es kein Problem ist. Es gibt keine Studie, die das mit dem Ziel untersucht hat. Aus dem Grund jetzt zu sagen, ich mache es nicht, würde ich für falsch halten, sondern am Anfang zum Arzt gehen, Blutbild machen lassen mit Bilirubin und dann meinetwegen nach einer Woche wieder und gucken, ob irgendwo ein Problem ist. Wie bitte? Dafür oder dagegen? Nein. Es gibt keinen Grund, keinen Grund, nicht zu fasten. Weil auch wenn Sie kein Leberfett haben, es ist ja nicht nur das Leberfett, man fastet ja nicht nur wegen Leberfett, das Fasten hat so viele positive Effekte für praktisch alle Gewebe in unserem Körper. Was Sehnen anbelangt, was die Hirnhaut angeht, was Muskelzellen angeht. Wir müssen uns vorstellen, Sie haben ein Hochhaus und in dem Hochhaus leben lauter Messis. Und so sieht unser Körper mit unserer heutigen Fastfood-Ernährung aus. Innen drin. Und wenn Sie fasten, kommt eine Putzkolonne, die alles auf Hochglanz bringt. Und das passiert in Zellen, wenn Sie fasten. Ja. Ja. Geht das Gleiche eigentlich auch wie für die Pille, für die Hormonersatzstoffe? Wegen Krebs oder was für Hormonersatzstoffe? Also die Wechseljahre kommen und... Kann ich Ihnen nicht sagen, das wissen wir nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es damit zusammenhängt, würde ich sagen, ist höher, als dass es nicht damit zusammenhängt. Oder dass es einen Einfluss hat. Ich meine, dass die Fettleber sind ja auch Hormone. Ja, und sind im Endeffekt sind es die gleichen Hormone, oder wenn Sie 10 Hormone in einen Sack tun, dann ist das, was Sie bei der Pille kriegen und was Sie als Hormonersatztherapie kriegen, ähnlich. Mhm. Das kann ich Ihnen nicht sagen, ob es so ist, weil das ist nicht untersucht worden bisher. Das untersucht auch im Moment keiner. Die Hormonersatztherapie alleine ist kein Problem. Wenn Sie dann aber jeden Tag 300 Gramm Tiramisu essen und dazu ein Glas Weißwein, dann ist das Risiko ähnlich wie die junge Frau mit einer Pille, die Tiramisu Weißwein isst. Ich muss jetzt Gas geben. Ich will noch kurz was sagen zur Therapie. Als ich angefangen habe im Diabetes-Sekt, 20 Jahre her, habe ich gesagt, Diabetes ist klasse. Es ist nur Zucker und wir haben 4 Medikamente, mit denen man das Diabetes behandelt. Also da musst du nichts lernen, du machst immer alles richtig. Das ist toll. Heute haben wir 163 verschiedene Kombinationen von Medikamenten für den Diabetes-Sektor. Wir behandeln Diabetes gar nicht mehr im Blut, sondern wir behandeln Diabetes in ganz vielen unterschiedlichen Organen. Und das ist eigentlich toll, aber, und das ist so ein bisschen auch wieder ein kompliziertes Bild, da sind 1,6 Millionen Menschen untersucht. Bild in den USA und die blauen Kurven zeigen, wie gut die Behandlung des Diabetes war. Und wenn Sie sich die erste Säule und die letzte Säule anschauen, dann liegen 8 Jahre dazwischen, dann sehen Sie, das Blau und das Rot unten, wenn Sie das zusammenzählen, sind etwa 50% und wenn Sie rübergehen nach 8 Jahren, war es auch 50%. Das heißt, 1,6 Millionen Menschen in den USA wurden behandelt und die Behandlungsqualität war 8 Jahre vorher und danach genauso gut. Die ist nicht besser geworden. Trotzdem die Kollegen, das zeigt dieses Bild, völlig neue Medikamente genommen haben. All das, was es heute an neuen Medikamenten gibt. Und trotzdem haben sie es nicht geschafft, besser zu werden. Warum? Und dann kommen die Firmen und haben gesagt, ja, die Patienten sind sicher. Die haben diese Unterzuckerung, von der viele Patienten Angst haben, die treten nicht mehr auf. Das stimmt nicht. Die sind genau gleich geblieben, zeigt diese hintere Kurve. Warum sage ich das? Wir gehen zum Arzt und er gibt uns eine Pille und wir denken, die Pille heilt unser Problem. Das stimmt nicht.
Ja, egal welche chronische Erkrankung man nimmt. Diabetes ist ein Beispiel dafür. Die Medikamente können nur helfen, die Symptome der Erkrankung etwas zu lindern. Die können den Zucker im Blut senken. Aber der Zucker im Blut ist nicht das Problem, weil der Zucker, der in das Gewebe reingeht, der macht das Gewebe kaputt. Und der bewirkt, dass die Innenhaut der Blutgefäße kaputt geht. Der bewirkt, dass wir einen Herzinfarkt und Schlaganfall bekommen. Und das verändern diese Medikamente nur bis zu einem gewissen Grad. In den gesunden Bereich können das die Medikamente nicht bringen. Das heißt, wahrscheinlich ist es so, selbst mit allen modernen Medikamenten, die man hat, kann man bis zu einem bestimmten Grad den Blutzuckerspiegel senken, bis zu einem bestimmten Grad auch bestimmte Ausprägungen der Komplikationen verhindern, aber man kommt nicht in den gesunden Bereich rein. Der einzige Weg, in den gesunden Bereich reinzukommen, ist die Änderung des Lebensstils. Und wenn ich jetzt frage, welche Art der Lebensstiländerung ist besonders gut? Bewegung. Und wenn Sie mit einem Arzt sprechen oder wenn Sie mit Wissenschaftlern, die glauben natürlich, dass die Medikamente das Problem lösen. Aber wenn wir uns als ganzheitliches Individuum anschauen, können die Medikamente helfen, aber die entscheidende Arbeit liegt in unseren Muskeln oder liegt in unserem Lebensstil, wenn wir uns die Ernährung anschauen. Und die Ernährung, wenn Sie sich jetzt vergleichen, die Ernährung zu ändern oder die Bewegung zu ändern, was ist besser? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Beides ist gut. Und es gibt den einen oder anderen Patienten, der sagt, also Schatz, was du mit deiner Bewegung machst, bleib mir fern damit. Aber was ich hinkriege, ist meine Ernährung zu ändern. Und der Nächste sagt, geh mir nicht um das, was ich esse. Ja? Zum Geburtstag will ich das haben, ich will meinen Weihnachtsbraten haben, ich will abends sitzt die Familie zusammen und dann essen wir. Essen ist für uns in Deutschland eine soziale Funktion. Wir setzen uns nicht an den Tisch und sagen, heute will ich 385 Kilokalorien zu mir nehmen, sondern wir treffen uns mit der Familie. Das heißt, Essen ist Kultur, Essen ist soziale Interaktion. Und das zu ändern ist sehr, sehr schwer. Wir müssen unsere Kultur, unsere soziale Interaktion ändern. Das ist schwerer, es ist deswegen nicht schlechter oder besser. Mehr Schritte zu laufen, ist in der Regel positiv gesetzt. Nebenwirkungen sind minimal, da können Sie meinen Fuß verstauchen. Das können Sie aber auch machen, wenn Sie zu wenig laufen. Ja, das heißt, Bewegung zu steigern, ist etwas, was uns unter Umständen viel leichter fällt. Was ich Ihnen hier sagen wollte, es gibt viele Medikamente im Diabetessektor, bei manchen nehmen Sie zu, bei manchen nehmen Sie ab. Das beste Medikament im Diabetessektor ist weg. Ist hier oben der Lebensstil wieder. Dann gibt es Medikamente, die unterschiedlich den Blutzucker zwar immer gleich senken, aber ganz unterschiedliche Wirkungen, wenn wir auf die Fette oder auf den Blutdruck schauen. Und das ist ein ganz wissenschaftliches Bild. Da haben Sie ganz vorne, jede Zeile ist eine Medikamentenklasse im Diabetessektor und jede Säule ist eine Wirkung oder Nebenwirkung. Und alles, was Sie jetzt hier bunt sehen, sind alle Stoffwechselwirkungen dieser Medikamente. Rot ist schlecht, grün ist gut, grau heißt, wir wissen es nicht. Ja, und das sind die Medikamente, die großen Medikamentengruppen, die in Deutschland zugelassen sind. Und gucken Sie, da sind Medikamente dabei. Rot heißt, der Patient verstirbt häufiger, wenn er das Medikament hat, als wenn er es nicht hätte. Gucken Sie sich mal das an. Gucken Sie sich mal das an. Ja, auch hier oder hier. Und jetzt kommt alle Wirkung aufs Herz noch dazu. Ja, da haben wir hier oben einen Kandidaten, der ist gut. Der ist immer grün. Das ist Metformin. Das ist ein Medikament, das gibt es fast 100 Jahre, wurde ursprünglich mal entwickelt, um Grippe zu behandeln, 1921. Dann hat man die Grippe behandelt damit und hat gemerkt, manche Patienten fallen in Ohnmacht. Und dann hat sie gefragt, warum? Und hat gesagt, Mann, der Zucker war niedrig. Und dann wurde es 30 Jahre später zu einem Diabetes-Medikament, das Metformin. Und heute ist es gar kein Diabetes-Medikament mehr, sondern ein Medikament gegen Krebs, weil wir sehen, wenn Patienten dieses Medikament nehmen, das Krebsrisiko um 60% sinkt. Das heißt, eigentlich ist Metformin heute ein Medikament, was man nehmen sollte, um keinen Krebs zu bekommen. Dieses Medikament, die zweite Zeile, ist das immer noch am häufigsten verschriebene Medikament in Deutschland gegen Diabetes. Das sind Sulfonylharnstoffe. Das ist Mist. Das sind aber auch die billigsten Medikamente. Was sagt unsere Krankenkasse? Die bevorzugen das natürlich. Weil hier vorne ist dargestellt, wie sie den Zucker senken. Und das machen die sehr, sehr gut. Aber sie führen dazu, dass die Patienten mit bis zu 89% höherer Wahrscheinlichkeit versterben.
als ohne das Medikament. Ja? Dann gibt es aber auch diese Medikamente zum Beispiel, die wieder ganz grün sind. Das sind Medikamente, die man wie Insulin spritzt, die aber dazu führen, dass der Patient stark Gewicht abnimmt. Auch das Leberfett wahrscheinlich zurückgeht. Das wissen wir noch nicht genau, wir vermuten das aber. Das sind die GLP-1-Analoga, das sind Medikamente, die spritzen sie in die Bauchhaut und sie nehmen 20 Kilogramm als Gewicht an. Und das ist gut. Und dann gibt es eben andere, die sind so im Zwischenbereich. Diese beiden Spalten sind zum Beispiel unterschiedliche Arten von Insulin. Das heißt, Insulin ist gut, wenn der Zucker sehr hoch ist. Insulin hat aber auch Nebenwirkungen. Und das müssen wir immer im Kopf haben. Ich will hier überhaupt nicht sagen, dass irgendein Medikament oder eine Klasse gut oder schlecht ist und Sie sollten das nehmen und das nicht nehmen. Wenn wir irgendein Medikament verschreiben, wenn Sie irgendein Medikament nehmen, muss man immer abwägen, was hat das für Wirkungen, was hat das aber auch für Nebenwirkungen. Jetzt überlegen Sie sich mal, Sie ändern den Lebensstil, was hat das für Wirkungen und was hat das für Nebenwirkungen. Das heißt, wenn wir Lebensstiländerungen als Medikament in Deutschland zulassen würden, ja, es könnte niemand irgendwas dagegen sagen, weil es praktisch die Nebenwirkung einer Lebensstiländerung nicht existent. Jetzt waren wir schon Jens Spahn. Stellt sich mal vor, wir würden in Deutschland, die nächsten vier Slides habe ich auch im Bundesgesundheitsausschuss vorgestellt. Und bei dem Slide saß ein Herr im Raum, der im Fernsehen immer auftritt und eine Fliege trägt. Wie gesagt, stellt sich vor, wir würden eine Haftung für unerwünschte gesundheitliche Nebenwirkungen für Nahrungsmittel. Das heißt, das Gleiche, was wir für Medikamente haben, würden wir für Nahrungsmittel machen. In dem Moment sagte dieser Gesundheitsminister, er hat gesagt, Schwarz, das geht nicht. Ich sagte, warte doch mal. Was würde denn passieren, wenn wir es hätten? Es ist gar nicht so schwer, weil für Medikamente haben wir es. Was macht die Industrie? Die hat diesen Zettel in der Medikamentenpackung, wo sie alles draufschreibt, was passieren kann, weil in dem Moment, wo sie es draufschreibt, ist sie aus der Haftung ein Stück entlassen, weil sie hat es ja gesagt. Das heißt, wenn sie die Flasche Coca-Cola hätten und hätten einen Waschzettel drum, wo alles draufschreibt, was passieren kann, wenn sie Coca-Cola trinken, würde das Gleiche passieren, was mit Patienten machen, wenn sie man verschreibt Medikamente, dann rufen Sie abends an und sagen, Herr Doktor, was haben Sie hier mit mir gemacht? Ich habe mir mal durchgelesen, was das Medikament alles macht. Das nehme ich nicht. Das heißt, das würde dann mit der Coca-Cola passieren, aber es würde noch besser sein. Was würde die Industrie machen? Ja, die würde jetzt natürlich nicht mehr sagen, ich verkaufe keine Coca-Cola mehr. Die würde sie weiterverkaufen, aber sie würde sie teurer machen, um das Haftungsrisiko in den Preis einzugliedern. Das ist das, warum Medikamente so teuer sind. Das heißt, die Coca-Cola würde im Schnitt 47 Cent teurer werden. Und in dem Moment sagte der gleiche Gesundheitspolitiker, Herr Schwarz, das ist aber gut. Und jetzt gesagt, fragte ich ihn dann, warum? Jemand hat gesagt, geht nicht. Sagt, wenn die Cola 47 Cent mehr kostet, nehmen wir als Staat ja mehr Mehrwertsteuer. Und ich habe auch gelacht in dem Moment, aber eigentlich ist der Gedanke gut. Wenn wir es schaffen könnten, über eine Gesetzesänderung ein Gesundheitsprogramm in Deutschland zu etablieren, wo der Staat auch noch Geld einnimmt. Was Besseres kann uns eigentlich nicht passieren. Dann kommen die Kritiker und sagen, ja, aber der Hartz-IV-Empfänger kann dann keine Coca-Cola mehr kaufen, weil sie ist teurer. Und das ist wahrscheinlich die größte Hürde, das sozial ausgeglichen zu gestalten. Wobei ich jetzt sage, das ist nicht schlimm, wenn der Hartz-IV-Empfänger auch keine Coca-Cola mehr kaufen kann. Aber dann gibt es auch Strömungen, die sagen, wir müssen das sozial anpassen, was auch richtig ist. Nahrungsmittelkennzeichnung. Vorhin hatte ich gesagt, ich will ein Beispiel, was könnte funktionieren. Das ist tatsächlich einfach die Ampel. Wenn Sie wüssten, grün heißt, ich kann es täglich essen, gelb heißt, einmal die Woche, rot, einmal im Monat, das würde jeder Verbraucher verstehen, egal welche Sprache er spricht, egal welche Religion er hat, egal wie lange er zur Schule gegangen ist, das würde sofort Verbraucherverhalten beeinflussen. Deswegen bekämpft das die Industrie. Gesundheitsmarken testen wir gerade in Sachsen. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen etwas Gesundes oder Sie essen etwas Gesundes. Sie sammeln Punkte wie bei Payback oder wie bei Lufthansa Meilen. Und mit diesen Punkten können Sie einkaufen gehen, aber nur gesunde Produkte. Das heißt, es würde die Liquidität im gesunden Gesundheitssektor erhöhen und hätte den Impact. Das Letzte, es macht keinen Sinn, dass Medizin steuerfrei ist, aber auf Präventionsmaßnahmen muss man 19% Mehrwertsteuer zahlen. Das ist eigentlich gesundheitspolitisch idiotisch.
Und das könnte sich ändern. Das nächste Slide ist von Coca-Cola. Das ist nur halb legal, dass ich das hier zeige. Ja. Und dieses Slide zeigt, wovor Coca-Cola Angst hat. Und da steht jetzt ganz viel drauf. Sie müssen nur sehen, je höher etwas steht, desto schlimmer wäre es für die wirtschaftliche Entwicklung von Coca-Cola. Und je weiter es hier drüben steht, desto wahrscheinlicher schätzt Coca-Cola selbst ein, dass das passiert. Das heißt, je weiter man hier nach oben kommt, desto schlimmer für Coca-Cola und desto wahrscheinlicher, dass es passiert. Und hier stehen die Steuern auf Nahrungsmittel. Das heißt, das ist das, wo wir die Industrie tatsächlich, oder wo wir diese Nahrungsmittelkonzerne tatsächlich an die Kandare kriegen können. Aber das ist auch das, warum die Politik davor Angst hat. In der gleichen Sitzung im Bundesgesundheitsausschuss kam danach eine Politikerin, ich sage bewusst ihren Namen nicht, weil die war sehr, sehr ehrlich zu mir. Sagt, Herr Schwarz, das ist toll, was Sie da vorgestellt haben. Ich würde aber nie dafür stimmen. Dann habe ich gesagt, aber wieso denn? Wenn Sie sagen, es ist gut, warum würden Sie sagen, ich komme aus einem kleinen Wahlkreis. Und der größte Arbeitsgeber ist eine Zuckerfabrik. Da arbeiten 153 Leute. Ich kann nicht für etwas stimmen, wo die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die vielleicht ihren Job verlieren. Und die war sehr ehrlich. Ja, die hat ganz ehrlich gesagt, wie abhängig Politiker auch sind. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Das gehen häufig kritisch damit um, aber die arbeiten ja auch in einem ganz gewissen sozialen Umfeld. Die Zeit ist schon um. Ich will Ihnen ganz zum Schluss noch eine Idee mitgeben. Eigentlich erzähle ich Ihnen die Idee zwei Tage zu früh. Weil eigentlich wollten wir mit dieser Idee heute starten, aber auf dem Weg hierher habe ich per Telefon aus dem Team in Dresden gehört, dass es noch nicht klappt. Auf diesem Slide sehen Sie, wie gut bestimmte Maßnahmen funktionieren, Diabetes zu verhindern. Und da sehen Sie wieder vorne, grün ist die Lebensstiländerung, dann sind hier bestimmte Medikamente und dann sind hier drei blaue Säulen. Und das ist über den Zeitraum bis 2010, 2010 bis 2014 und 14 bis 18. Haben wir da untersucht, wie bestimmte digitale Maßnahmen helfen können, Lebensstil zu ändern und den Diabetes vorzubeugen. Das ist im Endeffekt das, was ich eben kritisiert habe mit den Dingern. Ich habe ja nicht gesagt, die sind schlecht, sondern es ist ja, die helfen uns ja, die erhöhen unsere Lebensqualität. Und wenn wir uns beschäftigen, ist zu überlegen, können wir nicht daraus vielleicht eine Tugend machen? Und die Tatsache, dass wir ja schon in der Hosentasche unserer Patienten sind, uns zunutze machen und Programme anbieten, die Menschen helfen, sich mehr zu bewegen, die helfen, vielleicht auch besser die Medikamente einzunehmen, die helfen, den Lebensstil zu verändern, die Ernährung zu beeinflussen. Und dann haben wir uns das in der wissenschaftlichen Literatur angeschaut und da sehen wir, vor 10 Jahren waren die gut, vor 5 Jahren waren die immer besser, etwa vergleichbar mit Medikamenten. Und heute scheint es so zu sein, dass diese digitalen Maßnahmen sogar genauso gut sind wie Lebensstiländerungen. Und was steckt hier hinten drin? In diesem Sprung, das war die Entwicklung der Smartphones, das war die Entwicklung der ganzen Apps, die es auf Smartphones gibt. Es scheint also tatsächlich so zu sein, dass solche kleinen Programme auf unserem Telefon uns helfen, tatsächlich unseren Lebensstil zu ändern. Und da möchte ich Ihnen zum Schluss zwei Ideen erzählen. Das eine ist nochmal, die Wissenschaft zeigt, wenn Sie 10.000 Schritte am Tag laufen, verhindern Sie praktisch jede chronische Erkrankung. Wenn Sie einen Schrittzähler nutzen, und heute ist praktisch auf jedem guten Smartphone ist ein Schrittzähler vorinstalliert. Es braucht 2 Klicks, um den zu aktivieren. Das sind die klassischen Schrittzähler, die es vor 5, 6 Jahren gab. Wenn Sie den nutzen, und zweimal am Tag draufschauen, laufen Sie am Ende eines Monats 3.000 Schritte mehr als am Anfang des Monats. Das heißt, diese Rückmeldung, wie wenig man sich bewegt, wirkt und wir ändern etwas. Auf dem Bild sehen Sie aber 31 Diabetesärzte. Nur einer ist auf der Treppe. Alle anderen staunen sich vor der Rolltreppe. Das ist der Flughafen in Doha. Das ist der Flughafen in München. Das ist der Flughafen in Dammam in Saudi-Arabien bei Diabeteskongressen. Das sind wir als Ärzte, als Vorbild für unsere Patienten. Damit können wir da ran, weil wir sagen uns ja, nee, das betrifft mich nicht. Hier der Meier, mein Nachbar, der hat da ein Problem. Ich ja nicht. Das heißt,
Es ist nicht so, dass wir nicht wollen. Es ist auch nicht so, dass uns die Zeit fehlt, das zu ändern. Wir sind nicht motiviert. Und Motivation kann man beeinflussen. Und dann überlegt, wie. Und da kam mir in dem ersten Schritt die Kombination als Mediziner und jemand, der einen Business-Abschluss zugute. Weil da haben wir gesagt, wie machen die das in der Wirtschaftswelt, Menschen zu motivieren? Weil in der Medizin versuchen wir ja zu motivieren, indem wir sagen, wenn du das jetzt machst, dann kriegst du eine bestimmte Erkrankung nicht. Also wir motivieren mit etwas, was weit in die Zukunft geht. Wie machen die das in der Geschäftswelt? Und stell dich jetzt vor, meine Karriere ändert sich drastisch, ich bin nicht mehr Angela Merkel, sondern ich stelle Fernseher her. Und sie sind alles meine Verkäufer. Und ihnen sage ich, für jeden verkauften Fernseher kriegen sie 100 Euro. Und verkaufen sie Fernseher, am Ende des Monats kommen sie zu mir und für jeden verkauften kriegen sie 100 Euro. Zu ihnen sage ich, für jeden verkauften Fernseher kriegen sie 100 Euro. Aber am Anfang des Monats zahle ich ihnen 5000 Euro. Und am Ende des Monats kommen sie zu mir, gucken, wie viel Fernseher haben sie verkauft. Und das, was ich ihnen zu viel gezahlt habe, nehme ich ihnen wieder weg. Wer von ihnen verkauft mehr Fernseher? Und es ist faszinierend, sie verkaufen 70% mehr Fernseher. Und arithmetisch ist es genau das Gleiche. Nur ich habe sie letzten Endes ein bisschen ausgetrickst. Ich habe ihre Motivation über die Zahlung am Anfang verankert. Und da haben wir gesagt, wir nennen das das Ankerprinzip in der Medizin und haben ein Experiment gemacht. Wir haben gesagt, warum drehen wir nicht den Spieß um und sagen dem Patienten nicht, du sollst überlegen 10.000 Schritte laufen, sondern ihm sagen, wenn du Lust hast, wette doch darauf, dass du es schaffst. Wette zum Beispiel 1 Euro pro Tag 10.000 Schritte zu laufen. Wenn du es nicht schaffst, verlierst du den Euro. Reelles Geld, wie bei dem Fernsehverkauf. Wenn du es aber schaffst, behältst du den Euro und kriegst noch einen Gewinn oben drauf. Wir haben eine Studie gemacht, haben überlegt, funktioniert das. Wir haben erst eine App entwickelt, die haben wir Anker-Steps genannt. Genau dieser Punkt, dass man sagt, man wettet auf sich, wir motivieren den Nutzer, die Wette zu gewinnen und lässt sich belohnen, indem er dann das Gewinn hat. Und es war total faszinierend. Von 100 Menschen, die ein erhöhtes Risiko haben, erreichen wir nicht alle, aber wir erreichen 17 von den 100 und die verfünffachen ihren Bewegungsalltag. Und das Faszinierende ist, wir haben damit kein Geld verdient, sondern wir haben das Geld der Verlierer pro Tag genommen und haben es komplett auf die Gewinner verteilt. Es war also praktisch nur eine soziale Umverteilung. Und das war so simpel und das hat geholfen, dass die Menschen sich mehr bewegen. Und da kam einer, der arbeitet bei einer Bank, die ein rotes Logo hat in Dresden, leitet das für ganz Sachsen, das ist ein sehr wohlhabender Mann, der hat gesagt, schwarz, 1 Euro zu verlieren, nur weil ich nicht meine Schritte laufe, das war es mir nicht wert. Ich bin abends, wenn ich es nicht geschafft hatte, habe ich angefangen, bin um den Esstisch gelaufen, um die 10.000 zu verlieren. Und wenn wir das schaffen, das war für uns ein Zeichen, dass wir sagen, Mann, da können wir was erreichen. Haben das getestet mit unserem Marketing-Lehrstuhl an unserer Universität. Und dann kam fast 61% der Nutzer haben gesagt, das hat ihnen Spaß gemacht. Denken Sie wieder dran, es muss die Lebensqualität verbessern. Wir hatten also ein kleines Spiel über so eine Smartphone-App, das die Menschen motiviert, sich mehr zu bewegen und es hat Spaß gemacht. Und dann haben wir das Ganze weiterentwickelt und das ist eigentlich das, damit wollten wir heute starten. Das ist eine neue App, die heißt Videa. Und Videa ist eine App, die das klassische Medizinmodell umsetzt, um Menschen zu motivieren, mit ganz vielen Videos, die sie über eine App bekommen. Sie motivieren, sich mehr zu bewegen. Kriegen Sie 56 Videos über 56 Tage, die sind aber nur 3 Minuten lang oder sowas. Wir kriegen dazu eine individuelle Betreuung über mich und andere Mitarbeiter im Team, die mit Ihnen in Kontakt stehen. Sie können dokumentieren, wie viel Sie gelaufen haben. Da geht es nicht um das Wetten, Sie können auch dokumentieren, wie es Ihnen geht. Und Sie können lernen, was wir mit der Wett-App geschafft haben, Einstellung so ein bisschen zu überdenken im Hinblick auf Bewegung. Und es ist ein Programm, was das allererste digitale Präventionsprogramm in Deutschland ist, was zwar 130 Euro kostet, aber von den Krankenkassen bis zu 100% erstattet wird.
Das heißt, wir haben es geschafft, und das hat es bisher nicht gegeben, dass es ein kleines Computerprogramm auf dem Telefon gibt, für jeden von Ihnen, wo Sie sagen würden, ich lade mir das einfach auf den App Store runter und fange damit an. Für manche Krankenkassen ist es sogar so, dass Sie am Anfang gar nichts zahlen müssen, wenn Sie das komplett machen. Und andere ist es so, es muss erst bezahlt werden. Und Sie kriegen es, wenn Sie 56 Tage die App genutzt haben, ist von der Krankenkasse wieder zurück. Und wir glauben, wir hoffen ganz stark, dass das etwas ist, was ganz viele Menschen, so wie Sie sind, anspricht, mit der Überlegung, wenn mir das hilft, mich im Alltag mehr zu bewegen, dass ich damit etwas tun kann, wo ich ganz viel für mich, ganz viel für meine Familie, ganz viel für meine Peer-Group eben rausholen kann. Und wenn wir 100.000 Menschen hätten, die daran teilnehmen würden, das erfolgreichste, nachhaltigste und effektivste Präventionsprogramm für chronische Erkrankungen in Deutschland aufgebaut haben. Es wird sicherlich eine Herausforderung sein, 100.000 Menschen zu finden, die so eine App nutzen. Aber gerade über solche Apps ist es möglich, das zu schaffen. Das schafft kein Arzt, das schafft keine Krankenkasse. Aber vielleicht können wir das hinkriegen. Es ist ein Beispiel mit diesen beiden Apps, wie wir es geschafft haben, medizinische Kenntnisse in Anwendung zu bringen, die den Nutzern Spaß machen und die direkt helfen können. Ich träume davon, dass wir es irgendwann mal schaffen, ganz viele Menschen mit einem Blumenstrauß von solchen Maßnahmen zu erreichen. Und wenn Sie jetzt nach Hause gehen, vergessen Sie bitte diese Zahlen nicht, weil diese Zahlen stehen dafür, dass man gesund wird, dass man gesund bleibt, dass man ganz viel Gutes für sich, seine Gesundheit, seine Leber tut. Wenn wir das umsetzen können und alle zusammenarbeiten, bin ich überzeugt, dass wir am Ende den Diabetes davonlaufen. Vielen Dank.